Ich darf euch sehr herzlich wieder begrüßen. Wir sind ja jetzt bei einem Ort Bergbauern, sage ich mal, für unsere Region, bei der Familie Oberreder. Mal herzlichen Dank an Sie, dass wir da sein dürfen. Wir sehen da einen 700 Meter Kompaktverteiler auf ein 6000 Liter Bauerfass, aufgebaut, abnehmbar, weil der Betrieb der Familie Oberreder hat Steilflächen, sage ich mal, über 25% und davon sehr viel. Somit reden wir da für extreme Hanglagen eigentlich. Wo so mit dem Schleppschuhverteiler noch gefahren wird zum Teil. Ne? Er hat den Kompaktverteiler abnehmbar deswegen, weil immer Gülleverschlauchung auch hat, wo er dann den Kompaktverteiler am Traktor anhängt. Wie wir da schon sehen, wir haben da jetzt ein bisschen Bodenunebenheiten und da sieht man aber von oben bis unten die gleiche Bodenanpassung. Ne? Also wie gesagt, wenn wir von der Bodenanpassung reden, wir sehen überall schön, das passt sich eigentlich individuell an. Die Familie Oberreder bewirtschaftet da ca. 30 Hektar, hat 45 Milchkühe und in Summe mit den ganzen Jungvieh aufzucht sie 8 Stücke. Sie haben sich für den Schleppschuhverteiler entschieden, weil in Österreich eben die Vorgaben so kämen. Ne? Weiters hat die Familie Oberreder einen Kühlerseparator der Firma Fliegel, um dass die Feststoffe rauszubringen und für den Schleppschuhverteiler nur ideal ist. Ne? Da sieht man jetzt, wenn man schaut beim Aufbau vom Fass, wir haben da die Achse ganz nach hinten verschoben. Eben dem, dass er genug Deichselschützlast hat für seine Hanglagen. Ne? Ist in dem Fall gegangen, weil ihm da ordentlicher Rollerschnitt war. Zum Aufbau selber, wie gesagt, wir haben gesagt, er nimmt den runter, vorne mit der Gülleverschlauchung. Haben wir eben, dass es schnell abnehmbar ist, oben einfach Oberlenker gemacht und unten die 4 Klemmschrauben. Er hat dann dazu für den Traktor die Platten, wo er genau wieder mit den 4 Klemmschrauben einfach den Schleppschuhverteiler aufbaut und kann sofort mit der Gülleverschlauchung fahren. Warum hat sich der Kunde für Fliegel entschieden? Sagen wir mal so, er wollte einfach eine kompakte Maschine, gewichtssparend. Wie gesagt, wir haben schon gesehen, die Hanglagen. Und er wollte das unbedingt, dass er es kombinieren kann auf Gülleverschlauchung und am Fass. Und das muss schnell und einfach montierbar sein. Das waren die Grundvoraussetzungen. Oft haben wir mit ihm ein paar Gespräche geführt, haben uns die Schleppschuhverteile angeschaut. Er war bei mir in der Firma und hat gesagt, okay, das passt für ihn. Wir montieren das, gängen das an. Wie man da noch sieht, es sind lauter Komponenten. Das wird zuerst einmal bei uns angefertigt. Dann lassen wir das verzinken und dann, bei es verzinkt, wird das alles geschraubt. Also es gibt keine Schweißarbeiten am Fass oder sonst irgendwas, weil das ist ja absolutes No-Go.